Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, mit die 17. Mission. Yavin 4, die Rache des Imperiums. Ihre Basis ist reif für die Eroberung. Sie werden die Zerstörung des Todessterns mit Blut vergelten. Alles klar. Als wir auf Yavin landeten, war das Entsetzen über die Zerstörung des Todessterns Zorn gewichen. Monatelang hatten wir die Rebellion wie ein ungezogenes Kind behandelt. Und auf unsere Milde folgte ein unvorstellbarer Verrat. Offen gesagt, erinnere ich mich nicht besonders an den Kampf. Wir haben wohl gewonnen. So kann man auch einen Kampf entscheiden. Ja, ich weiß nicht, wie der Kampf ausgegangen ist. Hauptsache, wir haben gewonnen. Und alle sind tot. So. Okay, Sie kennen alle die Mission. Die Rebellenbasis ist in dem alten Tempel dort drüben. Zuerst übernehmen wir den Kommandoposten der Rebellen, der sich in den Ruinen dieser Steinfontäne vor uns befindet. Nehmen Sie die Fontäne ein. Okay. Okay, ich habe ungefähr 70 Tickets. Oh, Raketen fliegen auch schon hier. Ah, verdammt. Okay, es wird doch interessanter, als ich dachte. Die sind echt hartnäckig, die Rebellen. Aber ich habe hier zwei Antigravpanzer. Der Wookie muss weg. Ah, die haben schon wieder fast erobert. Okay. Die Rebellen sind hier, sag mal, schnell rausgescheucht. Nächstes Ziel ist, den Kommandoposten unter dem Viadukt zu erobern. Sammeln Sie Ihre Kräfte. Das wird heftig. Nehmen Sie den Viadukt ein. Okay. Okay, das da hinten. Ne, der ist schon besetzt. Okay. Oh, der Wookie muss weg. Ah, verdammt. Okay, dunkle Truppe. Okay. Ach, doch, da ist ein Antigravpanzer. Das heißt, ich muss hier erstmal... hier die Dingens loswerden. So. Oh, okay. Oh, Granate. Boah. Gut gemacht. Stürmen Sie jetzt das Reflexionsbecken. Es eignet sich hervorragend als Aufmarschpunkt, um den Tempel anzugreifen. Nehmen Sie das Reflexionsbecken ein. Okay. Das ist da oben. Damit ich schon mal schnell da.
Komm, weg mit dir. Ah, komm. Ah, verdammt. Okay, ich habe hier sogar noch einen Panzer. Na, so einfach ging das nicht, wie ich mir gedacht habe. Aber gut. Ah, verdammt. Der Gegenangriff der Rebellen kann jederzeit beginnen. Verteidigen Sie das Reflexionsbecken mit aller Kraft. Okay, verteidigen Sie das, verteidigen Sie das, Reflexionsbecken für 2 Minuten. Oh, kleiner Textfehler. Okay, schnell verteidigen. TX-130 direkt voraus. Ah, ich hätte gern noch einen. So, Panzer zerstört. Auf die Seiten achten. Hauptsache keine Rebellen in der Nähe. Oh, komm mal her. Sterb, sterb, sterb! Rebellen, aufhalten! Passen Sie auf, wo Sie hinschießen! Da ist jede Menge was los hier. Auf den Boden! Oh, überhitzt. Aber die Rebellen wollen es echt wissen hier. Wow, 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 wow. Ah, verdammt. Ich glaube, ich bin so gut wie durch. Ah, verdammt. Gut verteidigt. Jetzt ist die Zeit, die Sicherheitstür des Tempels zu durchbrechen. Eine einzigartige Durchbrecherbombe wurde an dem Punkt zurückgelassen, der auf Ihrer Karte markiert ist. Holen Sie die Bombe und platzieren Sie sie in der Nähe der Sicherheitstür des Tempels. Die Bombe ist auf 10 Sekunden eingestellt. Also laufen Sie lieber sofort los, wenn Sie sie scharf gemacht haben. Okay, bringen Sie die Durchbrecherbombe zum Tempeltür. Okay. Okay, ich habe zum Glück den... Zack. Oh. Ich habe zum Glück hier den dunklen Templer. Ich kann nicht. Ah, ich kann echt nicht springen. Okay, schnell weg. Hast du einen Bagdad-Tank? Ah, verdammt.
sind sie. Schlagen sie der Rebellion den Kopf ab. Rebellenanführer zerstören. Gut, das mache ich dann am besten mit einem Panzer. Aufpassen, aufpassen. Ach, hier habe ich einen. Brauchen. Drinne. Okay. Die Rache ist unser, Männer. Die Geister unserer gefallenen Brüder werden heute Nacht Ruhe finden. Ja, das war's schon. Nach der Schlacht kamen die Überlebenden der 501. endlich wieder zu Atem. Das Imperium hatte den besten Versuch der Rebellion abbekommen und stand noch. Und jetzt waren wir an der Reihe. Tja, da sieht man, das Imperium ist jetzt am Zug. So. So, einmal noch. Speichern. So, dann würde ich mal sagen, das war's dann auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit die 18. Mission Hoth, unsere größte Stunde. Ansonsten, wie gesagt, das war's dann auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.